Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Footies Wilfried Zaha. Interessante SBC und die Karte schaut auch interessant aus. Werden wir uns jetzt im Anschluss anschauen. 1,80 ist er groß, Mittel-Mittel Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 5 Sterne Spezialbewegung und 3 Sterne schwacher Fuß. Eine sehr kontroverse Karte. Die SBC ist relativ teuer, also laut Footbin im Moment so 350.000 Coins und man hat 15 SBCs abzuschließen, wobei da sehr viele halt so von 77 beginnend bis 82, dann eine 83er und die größte ist eine 85er. Das heißt, aus diesen 15 SBCs bekommt man natürlich Packs und da könnte man unter Umständen was Gutes dabei haben. Ich hatte gar nichts Gutes dabei, aus den 15 Packs war das Beste ein 83er Higuain. Auf jeden Fall bin ich mir nicht so sicher, wir werden testen, wie die Karte ist, ob der wirklich seine Coins wert ist. Spielt bei Crystal Palace, kommt aus Irland, Spaß beiseite, natürlich wieder Elfenbeinküste. 98 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, ich habe ihm einen Maestro mal gegeben. Das geben ihm auch die Leute auf Footbin vermehrt. Stellungsspiel 96, Abschluss 98, 99 Schusskraft. 99 Fernschuss, die Volleys gehen auf 86, 84 Elfmeter, ja, krasse Schuss- und Tempowerte. Dazu geht jetzt die Übersicht auf 99, die Flanken sind bei 95, Freistoßpräzision geht auf 74, der kurze Pass auf 99, der lange Pass auf 91 und der Effet ist bei 79. Dazu hat er 97 Beweglichkeit, 90 Balance, Reaktion geht auf 94, 97 Ballkontrolle, 99 Dribbling und 90 Ruhe. Er hat auch einen Unique Body Type, also Unique Body Type und 5 Sterne Skills. Das ist vielleicht so ein kleines Argument, dass die Karte etwas teurer ist. Oder jetzt im ersten Moment, muss ich mal sagen, finde ich sie zu teuer, aber wir werden sehen, was dann das Fazit ist. Auf jeden Fall Defensive brauchen wir uns, glaube ich, nicht so genau anschauen. Sprungkraft, Kopfballpräzision auch nicht wirklich gut. 88 Ausdauer, wenn man ihn als Stürmer spielt, das werden wir machen. Wir werden ihn als Stürmer spielen, beziehungsweise auch als ZOM probieren. Da ist 88 Ausdauer meiner Meinung nach Anfang August schon grenzwertig. Stärke 91, Aggressivität 85, die Werte wiederum sehr gut. Also der setzt sich hoffentlich gut durch. Dazu hat er noch den Flair-Trade und den Dribbling-Techniker für die CPU. Und in dieses Team haben wir ihm heute hineingepastelt. Wir haben Cavani, wir haben Shaqiri, wir haben für die defensive Rolle Jorginho, wir haben für die zweite defensive Rolle den guten Ruud Gullit, wir haben Roberto Firmino, der wird als ZOM hauptsächlich spielen, beziehungsweise im Mittelfeld. Hinten haben wir Van Dijk und Gomez im Tor Ederson und auf den Außenverteidigern noch Walker und den guten Fipsi. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, testen wir Zaha aus, ob er sein Geld wert ist. Gut, unser erster Gegner. Ja, interessantes Team. Auch nicht mehr so zeitgemäß, aber schauen wir mal. Das heißt normal nichts. So, Zaha marschiert da gleich mal am Flügel. Schauen wir uns mal das Dribbling ein bisschen an. Auf jeden Fall hat er schöne Schuhe. Ja, es fühlt sich aber auf jeden Fall sehr gut an. Sehr, sehr beweglich, sehr, sehr flinke Bewegungen, die er da macht. Schauen wir mal, ob er da dran bleibt. Ja, die Drehung auch sehr flink. Oh komm, sag nicht. Schade. Oh, super First Touch. Nice, wie er da gegangen ist. Bleibt auch dran und jetzt macht er auch das Tor. Sehr, sehr glücklich auf jeden Fall. Aber schauen wir uns mal sein Player Face an. Sehr, sehr glücklich, aber er hat sich durchgesetzt. Ja, gut, auch da nach vorn weitergeleitet auf Cavani. Das leere Tor, naja. Er zieht es ein bisschen am Flügel raus. Aber wir können mal sein Tempo ein bisschen austesten. Drüben geht Cavani. Eigentlich wäre für Cavani gedacht gewesen. Ja, lasst er sich leicht den Ball abnehmen. Ja, schauen wir, ob er den bekommt. Er bekommt ihn. Beweglichkeit sehr gut dann. Ziehen wir mal ab. Na, ist okay. So, Flair-Schuss von da. Oh, ich sag nichts mehr. Nice Bude. Ja, sehr nice auf Füllit. Schade, schade, schade. Zwei Tore gemacht. Guter Einstand auf jeden Fall von Zaha. Spieler des Tages ist er sogar geworden mit seinen zwei Toren. Sonst war eigentlich nicht so viel los. 6 Schüsse aufs Tor, 3 erfolgreich. Verbindung war absolut mies. Mehr ist leider nicht gegangen. Wir haben ein paar Skills gesehen.
9 von 10 Pässen, 13 von 19 Dribblings, ab der 55. Minute ungefähr auf ZOM gespielt. Drei Flanken, alle erfolgreich, das ist ein guter Wert. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner. Ich glaube, den rechten Flügel, den wird er auswechseln, aber sonst schaut das Team eigentlich nice aus. Ja, guter Laufweg, schauen wir, ob er den bekommt. Oh, schade. 82er Pop noch immer OP. Ich dachte, er war im Abseits, aber der Pass war auch nicht gut dann leider. Ja, guter Pass auf Cavani, sehr nice gemacht. Kommt Zaha. Naja, den bekommt er dann leider nicht. Ja, das Spiel ist komisch. Ganz, ganz komisch, dieses Spiel. Ja, das war der schwache Fuß, glaube ich. Gut, Zaha mit einer 8,0 wieder der beste Spieler am Platz. Ein Tor hat er gemacht und eine Vorlage. Das Tor war halt, na, ihr habt es eh gesehen. Drei Schüsse aufs Tor, zwei erfolgreich, war auch sehr, sehr schwer gegen den Gegner. Beziehungsweise war es sehr, sehr schwer gegen die Server. Ich weiß nicht, ob man das gut gesehen hat in den Ausschnitten da jetzt, aber die Server absolut schlecht. Meine Spieler irgendwo gestanden, alles extrem langsam. Meine Spieler nehmen sich jeden Pass, stoppen sich kurz ab. Aber ich möchte mich gar nicht mehr viel drüber aufregen. Zaha, ja, sehr unauffällig in dem Spiel, außer dass er halt die Vorlage und das Tor gemacht hat, sonst nicht wirklich viel gegangen, weder im Sturm noch auf ZOM. Wir werden noch ein Game machen. Gut, unser nächster Gegner, Kimmich, Goretzka, Neymar, Mbappé. Ja, stabiles Team auf jeden Fall. Ja, schön zusammengespielt. Ja, ich hätte schießen sollen. Auch da nicht gut freigelaufen für einen Stürmer, finde ich. Ja. 74 Freistoß, ja, wir können es riskieren mit Zaha, aber ich glaube, das wird nichts werden, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, ob das nicht eh zu fest ist. Ja, da geht irgendwo in die Mauer. Schade, schade, schade. Ja, ein bisschen zu lange gedauert wieder und dann wieder abgeblockt. Das liegt, glaube ich, nicht unbedingt an Zaha jetzt mehr. Nächstes einen Skill noch probiert, die Flanke dann danach als sehr, sehr schwer reinzubekommen. Ja, wieder den Lauf abgestoppt, Zaha. Jetzt würde er gehen. Ja, guter Pass auf Kulit. Der macht den, zählt hoffentlich als Vorlage für ihn. Jo, Zaha. Ich weiß nicht, ob das sein schwacher Fuß war, schaue ich mir dann an. Jo, jetzt holt er einen Elfmeter raus. 84 Elfmeter. Es ist so schwer, eh mit ihm was Ordentliches zusammenzubringen. Wir probieren einfach ganz, ganz auf entspannt den Panenka da durch die Mitte. Ja, das kann halt jeder. Bei seinem Messi klappt das die ganze Zeit, bei meinem Zaha natürlich nicht. Also ich zeige euch zur Halbzeit mal die Statistik. Ich bin auf der linken Seite, 14 Schüsse, 9 aufs Tor, dagegen hatte 3 Schüsse. Ja, da vergeht einem halt irgendwie der Spaß. Ja, war angeschnitten, nicht die beste Lage wahrscheinlich. Ja, komm nicht im Abseits hoffentlich. Schlecht von mir geschossen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, guter Pass auf Shaqiri vor. Ja, das ist sinnbildlich für dieses Spiel. Fehl mir die Worte. Ja, ich weiß nicht, ob es zu fest aufgeladen war. Mir fehlen schon die Worte. Ja, der Pass rüber war auch gut auf Kulit. Schauen wir, ob wir den zurückbekommen. Aber ja, da ist sofort wer da immer zum Abblocken beim Gegner. Ich zeige euch die Statistik dann nochmal. Gut, ich zeige euch da nochmal die Statistik. 21 Schüsse, 12 aufs Tor. Es wird halt alles abgeblockt, beziehungsweise geht halt gar nichts. Keine Ahnung. Ihr kennt meine Spieler-Reviews. Ich bin jetzt nicht irgendwie ein grottenschlechter Schütze, glaube ich. Also, naja. 6 Schüsse beim Gegner, 4 aufs Tor. Schauen wir uns noch
Zahan und dann gehen wir ins abschließende Fazit rein. Zahar auf jeden Fall mit einer 8,7 neben Kulit der zweitbeste Spieler gewesen, hat wieder ein Tor gemacht und eine Vorlage. 12 Schüsse von ihm aufs Tor, 6 erfolgreich, also es ist 16 von 20 Pässen, 21 von 21 Dribblings, das funktioniert echt gut. Eine Flanke nicht erfolgreich und einen Zweikampf hat er auch verloren. Wir gehen ins abschließende Fazit. Gut, abschließendes Fazit mit Zaha. 4 Tore hat er gemacht und 2 Vorlagen. Also wir haben einen Schnitt von 2 Torbeteiligungen pro Spiel. Das ist eigentlich okay, aber mir ist einiges aufgefallen bei der Karte. Der schwache Fuß, den merkt man einfach hin und wieder. Die Mittel-Mittel-Arbeitsrate auch. Also ich habe mal Stürmer gespielt und als ZOM. Den kann man auf jeden Fall auch über den Flügel spielen, da würde ich ihm auch irgend so einen Campstyle geben, wo man in den langen Pass pusht. Ich fand seinen Schuss eigentlich ganz gut, aber in manchen Situationen, wie gesagt, wenn man da mit den drei Ständen schwacher Fuß dann ankommt, dann ist es schon sehr, sehr kritisch. Ausdauer ist eigentlich klar gegangen auf den Positionen, Stärke habe ich jetzt nicht so krass gefühlt, also so richtig durchsetzen wollte sich der nicht, aber es hat sich auch sehr, sehr komisch gespielt, ihr habt es eh gesehen auch an der Statistik gerade vom letzten Game, also das Spiel ist derzeit eine richtige Müllhalde zum Spielen, dafür hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen, aber ich muss dennoch sagen, die kostet 320.000 Coins, die SBC, klar, man bekommt viele Packs, wenn man Glück hat, dann kann man da viele Coins wieder reinholen, ich hatte überhaupt kein Glück, also es sind auch wirklich keine guten Packs, die man da bekommt, muss man auch fairerweise dazu sagen, da muss man wirklich, wirklich Glück haben. Wenn man da jemanden rauszieht, der vielleicht so um die 100.000 Coins wert ist, dann lasse ich es mir noch irgendwie einreden, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Bernard, der vor ein paar Tagen gekommen ist, der hat 110.000 Coins gekostet. Okay, der hat keine 5-Sterne-Skills, ist, wenn man Skiller ist, sicher wertvoll, wenn man da die 5-Sterne-Skills hat. Aber Bernard, viel beweglicher, besserer Pass, viel aggressiver ist mir der auch vorgekommen, allein von den Workrates. Und ich habe den auf Abwehrlaufen gespielt, diesen Zaha zum Beispiel, und der hat sich oft nicht freigelaufen. Also ich weiß es nicht, ich finde die SBC zu teuer. Also ich weiß, da werden die Meinungen wieder auseinandergehen, aber 330.000 für diesen Zaha, wenn es vor ein paar Tagen einen Bernard gegeben hat, der halt nur 4 Sterne Skills hat, aber dafür auch 4 Sterne schwacher Fuß. Da weiß ich nicht, fehlt mir irgendwie ein bisschen die Relation, ehrlich gesagt, dass man so viel Aufpreis für einen Stern Skills bezahlt. Ob es da nicht bessere Alternativen gibt, wie einen Bamba zum Beispiel, wenn man den mit Franzosen integrieren kann und vielleicht mit einer Ikone oder so irgendwie. Also am Markt mal ein bisschen schauen. Ich fand auch einen Shaqiri von der SBC, ich glaube, der war preislich ungefähr gleich. Finde ich viel aktiver und der hat auch 5 Sterne Skills. Lässt sich auch viel besser spielen, finde ich, der Shaqiri. Weiß nicht, er ist halt nichts Besonderes. Er ist nichts Besonderes, dieser Zaha. Er hat seinen eigenen Schlachtgesang, wenn er ein Tor schießt. Das ist halt was Nices, aber sonst, ich würde ihn nicht machen um den Preis. Aber wenn ihr den natürlich unbedingt zocken wollt, weil ihr irgendwie sentimentalen Wert, irgendwie eine Verbindung zu dem habt, dann ist die Karte sicher, die macht Spaß und ist jetzt keine schlechte Karte, aber auch kein Game Changer. Das möchte ich euch irgendwie da auf den Weg mitgeben. Ich hoffe, die Szenen haben euch gefallen. Ich bin froh, dass ich aus dem Spiel jetzt rausgehe, weil, wie gesagt, das spielt sich heute wieder mal wie eine richtige Müllhalde. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Gerne mal auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Danke für euren Support. Ciao, ciao.